the E-Class, perhaps the most desirable car in the world. Love to love you, baby. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Ich bin gerade mit meinem Kumpel Max wieder hier in Holland bei Yildiz Automobile angekommen. Denn ich sage euch eins, der Eddies hat mir wieder ein Auto geschickt. Ich konnte irgendwie wieder nicht widerstehen. Wir sind natürlich gerade mit dem S420 CDI, dem Autobahnbomber, hierher gedonnert. Und da geht's auch schon auf. Gucken wir mal, was wir uns jetzt hier wieder geholt haben. Hi, yes, yes. Servus, alles gut? Hi. Wie geht's? Komm. Ja, wieder rein, ja, Kamera läuft schon. Hi. Okay, ich hab Frühstück. Boah, geil, danke. Fertig gemacht, zusammen essen. Geil. 20 Minuten später. Also Freunde, wir haben gerade erstmal schön köstlich das zweite Frühstück eingenommen und jetzt zeige ich euch mal das Auto und ich zeige euch auch, warum ich den kaufe. Also, es handelt sich um einen Mercedes mit 4-Augen-Gesicht, einen W210. W210 hatten wir schon mal auf dem Channel vom Ferdi, den 430er. Hierbei handelt es sich aber um einen 220 CDI. Also ein Auto, was viele kennen, auch viele wirklich als Daily benutzen. Und da fragt ihr euch wahrscheinlich, Marius, du hast sogar gerade auch die S-Klasse, warum willst du so ein Auto? Das Auto ist ganz besonders. Ich habe die Bilder von dem gesehen, habe die Ausstattung gesehen und dachte mir so, da hat doch irgendjemand schön mal irgendeinen 55er geschlachtet und alles nachgerüstet. Aber nein, die Ausstattung von der Kiste ist einfach nur krank. Ich zeig's euch mal, weil hier haben wir eigentlich quasi den perfekten Daily. Kleiner Dieselmotor und volle Hütte. Eigentlich genau das, was jeder haben will, aber natürlich sehr selten ist, weil wer sich einen sparsamen Motor holt, der startet meistens halt nur spärlich aus. Schauen wir mal rein. Nebenbei ist auch ein Obsidian Schwarz Metallic. Muss ich euch zeigen vor der Ausstellung noch, weil das ist die beste Farbe eigentlich, finde ich, für ein 210er Facelift mit den dunklen Rückleuchten. Das kommt immer richtig gut rüber. Also, schauen wir mal rein. Ihr seht, er ist innen grau, Leder. Und auch hier, Holz ist noch richtig schön dunkel. Das Vogelaugen-Ahorn. Lenkrad, haben wir hier ein 55er Lenkrad drin. Sitze sind grau, sind aber keine mit Sitzbelüftung, auch wenn es so aussieht. Wir setzen uns mal rein. Denn auch wenn wir hier einen Diesel haben, ihr seht, hier hat sogar einen neuen Schlüssel, haben wir hier richtig dicke Ausstattung. Avantgarde hier, Heckrollo, wir haben, glaube ich, Bose Soundsystem haben wir noch. Vierfach Fensterheber, Automatik, Command, Klimaautomatik, Sitzheizung, PDC haben wir auch noch. Dann haben wir noch hier schön ein Glasschiebedach, hat die Kiste auch noch. Und eine Sache, die auch sehr ungewöhnlich ist, hat sogar hinten, Freunde, hinten Sitzheizung. Also allein, ich glaube, wenn man den Wagen schlachten würde, könnte man den Fahrzeugwert und der Ausstattung bestimmt schon wieder rausholen. So, schließen wir ihn mal. Und unter der Haube gucken wir es auch mal rein. Da haben wir nämlich, wie gesagt, den sparsamen Motor, der auch im ein oder anderen Sprinter verbaut ist. Hier vorne, ihr habt es gerade auch schon gesehen, die Scheinwerfer, die sind ein bisschen blind. Ich weiß gar nicht, es ist ja ein Facelift, ja, vor Facelift konnte man die Streuscheiben auf jeden Fall austauschen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da vielleicht auch einen Weg kennt, weil ihr wisst ja immer, ich sag's immer, Scheinwerfer machen einen riesen Unterschied, wenn man da mal neue hat. Grill, bräuchte man auch mal einen neuen. Ich habe jetzt eh keine Wahl mehr, der Wagen ist nämlich schon angezahlt. Weil denen nämlich ganz viele waren auf den Wagen scharf wegen der Ausstattung. So, dann machen wir jetzt mal hier auf. So, hier haben wir den OM611 Common Rail CDI Vierzylindermotor 2,2 Liter Hubraum, 134 PS. Eigentlich wirklich, das ist der Sprinter, Vito, Alltags, die Arbeitsmaschine quasi, der sehr sparsam unterwegs ist und der hat auch noch kein DPF. Also das Ding ist wirklich vom Verbrauch her richtig geil. Also wirklich, ich glaube, das ist wirklich so der perfekte Daily. Die S-Klasse ist zwar schön, aber um mal nur ein bisschen nach A nach B zu fahren in München, ist vielleicht auch ein bisschen zu schade. Das ist halt der perfekte Autobahnbomber, wenn ich wieder mit Max für euch unterwegs bin, um irgendwelche Videos zu drehen. Wenn wir mal nach München, von München aus irgendwo hinfahren, vielleicht hier wieder zum Eddies, um ein neues Auto zu kaufen. Aber ich würde sagen, wir können den ja auch gleich mal starten. Oder ich guck mal weiter rum. Eine Sache habe ich ganz vergessen. 210er ist ja eigentlich das leidige Thema Rost. Deswegen sollten wir uns eigentlich mal die Radläufer angucken. Er hat gerade eben schon zu mir gesagt, er hat neue Allweltreifen drauf. Aber man sieht sie schon hier, eine Schramme. Ein paar kleine kosmetische Mängel hat er. Muss man sagen, er hat auch 270 gelaufen. Ansonsten 210er. Guckt man eigentlich immer unten die Türen. Guck mal hier. Ist aber tatsächlich nicht vergammelt, wie ihr sehen könnt. Oh, hinten Radläufe. Radläufe hinten. Hier fängt es schon ein bisschen an zu knuspern. Da war alles noch gut. Hier ist auch kein Rost. Ansonsten der Klassiker immer. Das kennen auch viele von euch hier. Auch noch alles wunderbar. Kofferraum, schauen wir mal rein. Aber hier war ein bisschen Feuchtigkeit. Das sieht ein bisschen nach, wie das Schimmel oder Dreck, ich weiß nicht. Mal säubern. Hier unten
Also ein kleiner Rostfleck, aber ihr seht die Holme. Unfallfreier Wagen. Sieht tipptopp aus. Alles dabei. Und was schauen wir noch? Andere Radläufe hier. Ja, auch hier. Hier fängt schon an. Ist noch solide, aber da sollte man auf jeden Fall was tun. Aber hier irgendwo war da eine grobe Roststelle. Das habe ich auch in Bildern gesehen. Nee, hier auch nicht. Ach, hier ist es. Wie immer, vordere Kotflügel. Hier ist die Gummi schon Dichtung im Arsch. Und hier ist am Gammeln. Aber man muss sagen, bei eBay gibt es tatsächlich 210er Kotflügel. Neu lackiert. Preis weiß ich nicht mehr, aber verdammt günstig. Und das ist auch so ein Ding, das findet man überall auf dem Schrottplatz. Also Kotflügel tauschen ist auch nicht so einfach. Wenn die jetzt die hinteren Seitenteile hier völlig vergammelt wären, wäre viel schlimmer. Aber hier seht ihr genau, da einmal Rost. Hier auch am Gammeln. Aber ist halb so wild. Ich glaube, wenn man den Obsidian-schwarzen Lack mal wirklich richtig aufpoliert, mal eine Motorwäsche macht, Scheinwerfer, die Streugläser tauscht, von vorne neue Kotflügel, das Ding wird ein der Traum-Daily. Ist das wirklich der Traum-Daily? Das ist einfach so. Ich finde es immer krass, auf Bildern sieht so ein Auto meistens halt echt geiler aus. Aber ich sehe, ich habe schon die Vision, wie er dann aussehen kann, wenn wir den einmal richtig gemacht haben. Deswegen, wir fahren auch dann zum Adel mit dem, damit man den auch für unten mal komplett durchchecken kann. Und dann bin ich mal richtig gespannt, wie er da aussieht. Aber eine Sache muss ich euch auch noch zeigen, hat der Eddie es mir noch gesagt. Checkheft ist hier drin. Der müsste da auch komplett gepflegt sein. Ja, hier ist jetzt auch Mercedes-Checkheft. Ihr seht das hier selbst, 248.000. Da wurde alles weitergestempelt hier in dem Heft. So sieht man das ja. Und was ich euch ganz vergessen habe zu zeigen, ihr seht das. Das hat er gelaufen, Freunde. Ah ne, komm Musik, geh mal bitte. Hallo. Gut, dann würde ich sagen, dann starten wir den Wagen mal und hören uns seinen Motorlauf an. Und ich muss euch eine Sache sagen, ich weiß, ich habe den jetzt quasi safe gekauft. Ich habe schon 1000 Euro angezahlt. Aber der Elvis hat mir gerade eben auch beim Frühstück erzählt, dass welche von euch einfach hierher gefahren sind, die mein Video gesehen haben, und den Wagen reserviert hatten, ohne anzurufen, obwohl er mir den schon versprochen hatte. Deswegen tut mir leid, wer auch immer das von euch ist, dem ich den jetzt gerade wegschnapp. Aber ja, ruft am besten vorher an, wenn ihr zu einem Autohändler fahrt. Aber jetzt starten wir den Wagen erstmal. Ich bin richtig gespannt, wie er sich fährt. Ja, gucken wir mal. Was ist das denn? Guck mal. Da unten ist so ein Ding zum Scheibe einschlagen. Haben sie in Holland Angst, dass man nicht mal aus dem Auto rauskommt oder was? Mit einem Unfall hat vielleicht. Aber ist ja nicht mal schlecht. So, und eine Sache, die ganzen Sherlocks unter euch wahrscheinlich auch schon erkannt haben. Klar, das Einzige, weil ich es vorhin gesagt habe, alles ist original, nichts nachgerüstet. Das Lenkrad ist nachgerüstet. Den AMG Airbag, den gab es natürlich auch nur in den 55ern. Und jetzt starten wir den mal, den Kollegen. Schön OM611. Oh, Service ist ein bisschen überzogen. Ey, komm, wie geht das hier aus? Ach, hier oben. Oh, geile Musik. So, haben wir geglüht. Ach, da startet das Aggregat, aber man merkt, Batterie ist ein bisschen schwach. So, da seht ihr den, da läuft das Aggregat. Und die haben ja auch noch hier einen Gasseilzug mit einem Poti mit elektrischer Steuerung. Können wir auch noch Gas geben, geil. Ja gut, dann würde ich sagen, dann machen wir mal eine Probefahrt, oder? So. Schon wieder die Mucke hier. Aber Bose Soundsystem. Echt fett. Und ich bin echt mal gespannt. Also 210er bin ich ja schon öfter gefahren, aber noch nie so einen kleinen Diesel. Wie spritzig der eigentlich ist. Da hinten. Ja, da liegt ein Fehler drin. Ja, das filmst du schon? Ja, PLC funktioniert nicht, Freunde. Guck. Das ist immer das Anzeichen dafür. Machen wir mal aus. Gut. Scheibenwischer hatte schon automatisch eigentlich auch dann? Nee, hat er nicht, aber gab es glaube ich am 210er schon, ne? Aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und hat einer eine... Gut, wir fahren einfach mal eine Runde. Gucken wir mal, ob er wenigstens ganz gut fährt. Wir müssen ihn ja eh kaufen, also. Ich will nicht nach 5 Meter sagen, er fährt schön, aber... Irgendwie so, man kann sich so schön reinlegen ins 210er. Jetzt seht ihr, wie ich hier so drin hänge? Das ist schön irgendwie so. Hängt man sich hier so rein, am AMG-Lenkrad, fühlt man sich sportlich. Tuckert hier so mit seinem 220 CDI durch die Gegend. Was hast du, Max? Übel geil. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen laut für euch mit der Probefahrt, aber ich glaube, also von dem, was ich jetzt merke, müssen wir ein paar Bodenwellen und so fahren, aber der fällt, glaube ich, echt ganz gut. Also, Freunde, ich habe gerade mit dem Eddies, der steht auch hier neben mir, noch den ganzen Papierkram geregelt. Ja. Schon mal wir danke, dass wir heute bekommen haben. Kein Problem. Und ich verlinke euch. Dankeschön. Bis nächstes Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Und ich verlinke euch den Eddies natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Wir fahren jetzt nach Deutschland zum Adem und checken den erstmal durch. Und für euch heißt jetzt,
abwarten bis zum nächsten Video und abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und lasst mir mal in den Kommentaren wissen, was ihr vom Wagen haltet. Also bis dahin, ciao. Was sagst du eigentlich zum Auto? Weil viele, wenn auch schon ein bisschen, ich habe ja gesagt, der hat ja 5000 Euro gekostet. Ja. Ich wette, welche von euch haben reingeschrieben, zu viel bezahlt oder nicht zu viel bezahlt. Was war jetzt dein grober Eindruck, wie du so geschaut hast?